Hallo und herzlich willkommen heute mit einer neuen Kritik, denn heute geht es um Dogman, ein neuer, etwas abgedrehter italienischer Film, der jetzt bei uns startet. Was er kann, das erfahrt ihr jetzt. Halt still. Oh, 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 oh. Eine für dich. Brav, mein Schatz. Eine für mich. Marcello hat einen kleinen Laden namens Dogman, denn er ist Hundefriseur in einem kleinen Küstenvorort in Italien. Und es läuft eigentlich alles soweit ganz gut. Er versteht sich mit seiner Tochter sehr gut und sein Geschäft läuft. Er wird von den Nachbarn, also um das Geschäft herum, akzeptiert und er hat eine sehr ruhige Art. Allerdings kommt dann immer wieder mal Simon, ein drogenabhängiger Schläger, um die Ecke sozusagen bei ihm und will immer Drogen kaufen. Und er vertickt ihm dann auch Drogen und die beiden verstehen sich eigentlich relativ gut. Er ist loyal gegenüber Simon. Allerdings, ja, Simon demütigt ihn dann immer wieder, macht ihm Probleme und ja, dementsprechend spitzt sich die Lage dann immer mehr zu. Und ja, Marcello ist eigentlich sehr ruhig, aber irgendwie kriegt er es dann auch mal nicht hin, immer ruhig zu bleiben und versucht es dann, einen Ausweg zu finden aus dieser, ja, erstmal sehr ausweglosen Situation. Insgesamt Geschichte ist interessant erzählt, es ist spannend. Ich habe den jetzt auf Italienisch gesehen mit Untertiteln. Also ich bin auch die ganze Zeit dran geblieben. Ich fand ihn jetzt nicht langweilig, der geht auch nicht allzu lang. Also von der reinen Geschichte her ist das wirklich interessant erzählt. 3 von 5 Punkte, weil er macht nichts großartig Besonderes, weil ich mir den an manchen Stellen etwas heftiger vorgestellt habe. Aber es ist wirklich so ein kontinuierlich vor sich hinleben, ein bisschen Abzug. Deswegen auch keine 4 Punkte, weil er keinen richtigen roten Faden hat. Man weiß nicht ganz, worauf es hinausläuft und das mag ich am Film immer nicht ganz so gerne. Schauspielerisch muss man sagen, machen das die italienischen Darsteller ganz gut. In der Hauptrolle haben wir hier Marcello Fonte, der spielt wirklich gut. Das ist der spielt so einen richtig kleinen, ja, etwas seltsamen Italiener und auch mit seiner Stimme her, er macht das sehr gut. Also von seinem Schauspiel top. Der Rest vom Cast ist in Ordnung, nicht überragend. Also er wäre 4, insgesamt sind wir dann aber bei 3 von 5 Punkten fürs Schauspiel. Technisch hat der Film einen sehr schönen Look, also er sieht sehr dreckig und düster aus, was zu diesem kleinen Vorort wirklich sehr, sehr gut passt, weil das super trostlos ist und ja, auch er, wie er mit den Hunden umgeht, das ist echt sehr cool umgesetzt, muss man sagen. Dementsprechend Technik sauber, solide, 3 von 5 Punkten. Deshalb komme ich jetzt auch schon zu meinem Fazit und ich muss sagen, Dogman hat einige richtig coole Momente und es hat an sich Spaß gemacht, den Film zu gucken. Er ist natürlich sehr speziell, er ist jetzt kein super schneller Film, sondern er braucht Zeit, um sich zu entwickeln. Ich würde ihn jetzt eher für zu Hause empfehlen, nicht unbedingt fürs Kino, weil ja, er wird auf Deutsch übersetzt werden. Also wer jetzt die Möglichkeit hat, den auf Italienisch zu gucken, das macht auf jeden Fall einiges aus. Wobei die deutsche Synchrofassung, was ich jetzt von den einzelnen Szenen gesehen habe, auch nicht schlecht wirkt. Dementsprechend persönliche Meinung würde ich hier fast 4 von 5 Punkten geben, weil wirklich die Szenen, wie Marcello mit den Hunden umgeht, das ist so lustig. Also wirklich, da, das ist echt cool gemacht und auch seine Art ist wirklich sehr schön und toll umgesetzt. Dementsprechend ja, insgesamt auch 13 von 20 Punkten. Ist okay, kein super großer Überflieger, aber ein solider, sauberer Film. Kann man sich angucken, muss man nicht. Das war's soweit mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen hoch da. Schaut auf den Kanal vorbei, aktiviert die Glocke, dann werdet ihr keine Videos mehr verpassen. In diesem Sinne, bis demnächst und immer schön weiterzocken. Ciao!